Ja, so Meinst eine du kleine nicht, Schnee. dass es besser ist, wenn wir Schnee sammeln wollen, irgendwie dahin zu gehen, irgendwie? Ich meine, wir haben ja Wassertürme. Wasser würden wir kriegen. Wasser ja, ist gerade nicht einfach das Problem. Ja, wir haben ständig mit Wasser loszulaufen, ne? Ist, ja, wie gesagt, wir haben ja einen Wasserturm direkt nebenan. Den können wir auseinandernehmen, dann haben wir Wasser. Pass auf, hier unten ist eine Grocery gleich nebenan. Da würde ich jetzt ganz gerne rein und mal nach Lebensmitteln gucken. Ach da, ja. Gute Idee. Weil Essen ist bei uns Mangelware. Ja, eben unbedingt. Und wenn wir da keins finden, wie auch Holz und Stein. Laufen wir weiter in die Wälder oder? Ja, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen immer in die Wälder, oder? Ich mache erstmal mein Inventar leer eben. Was habe ich eigentlich die ganze Nacht hier gemacht? Fire-Axe-Craft. Ich will eine Wrench haben. Deshalb hau ich da noch keine Skillpunkte rein. Ich mag da gerade noch keine Skillpunkte reinhauen, weil ich eine Wrench möchte. Ich möchte eine Wrench haben. Das ist das Ding. Ich möchte eine Wrench haben. Und Timo, danke für den Follow. Für das Abo. Mensch, dankeschön. Vielen lieben Dank. Guten Abend. Komm, lesen wir es einfach mal. Obwohl, es hätte man mal Händler verdienen können. Ja, irgendwas ist ja immer. Okay, können los wegen mir. Vielleicht sollten wir uns jeder noch ein paar Kartoffeln mitnehmen. Chests. Ja, ich muss eben nur schnell noch was finden. Na, ich mach mal eine Kiste nochmal eben, weil die eine ist voll. Benson! Ich gebe mir Mühe. Feuerex. Notfalls eine Etage tiefer ist auch noch eine Kiste, da passt auch noch ordentlich was rein. SMG Receiver? Wo habe ich den denn her? Okay, alles klar. SMG Receiver. Ich mache jetzt gleich Skills. Pulsmuffin. Das wird nicht unbedingt klappen mit dem Minibike. Ich habe jetzt doch 3 Punkte in Toolsmithing gesteckt, auch wenn ich es ungern mache, weil ich habe immer noch Hoffnung auf eine Wrench, aber egal, man muss auch irgendwie an das denken, was gerade greifbarer ist. Ach du Scheiße, ja, ich fühle mich nicht beobachtet. Alles in Ordnung. Ja gut, Toolsmithing hätte ich notfalls auch gehabt. Einen Punkt. Ach, hast du schon reingeskillt oder wie? Hattest du schon reingeskillt oder wie? Ja, also ich hier. Ja, also 50er könnte ich herstellen. Ah, shit. Hätte ich dich mal gefragt vorher. Habe ich nicht. Mein Fehler. Dann hätte ich jetzt keinen Punkt reingeskillt. Dann hätte ich Weaponsmithing oder hätte es gelassen. Ja, also Waffen und Dings habe ich jeweils eins. Oh, kannst du mir dann mal einen neuen Bogen herstellen? Das wäre toll. Ja, brauche ich ein bisschen Holz zu. Ja, hier, warte, ich gebe dir was. Ich gebe dir, Moment. Ich gebe dir Holz. Holz und Plant Fibers. Jawohl. Super, danke. Da liegt dein Bogen. Keine Ursache. Stone Axe. Was fehlt mir denn da jetzt? Echt Plant Fibers oder was? Oder Holz? Ach ja, man kann ja nicht mehr dabei sterben. Okay, wollen wir Nachdem ins. Schon der Baum fällt auf die Achso, die Grocery, genau. Wo ist sie denn jetzt hier? Ach, da drüben, hier, das ist sie. Da ist sie. Da ist er doch. Da ist auch schon auf. Da sind alle rausgekommen. Nehmen wir die, weil wir keinen anderen haben. Eine Kartoffel und ein Sandwich. Krake. 3 Wasser zum Bier.
Okay, hoffen wir das Beste. Eine Kartoffel. Und einmal nichts. Ein paar Nägel waren da drin, Messing. Und irgendwas Gutes? Ich glaube, ich habe eine Kreischerin draußen gehört, ich bin mir nicht sicher. Dieses Seufzen gehört, glaube ich. Nee, nichts Tolles. Okay, es kann sein, dass ich draußen so ein Seufzen gehört habe. Lass mal hinten raus. Ja, könnte sein. Ah, shit. Und Schleuchtspucker, weg da. Komm raus. Ja, ich würde es gerade sagen. Wollen wir mal in die Richtung und dann versuchen, in die Walachei zu laufen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwo. Nur da vorne Richtung Wasser sind immer wieder Zombies, große Mengen. Ja. Naja, bis zu 2 Stunden dürfen wir ja. Ich habe wieder einen Raketenwerfer gehört. Okay, da vorne steht gerade ein Leuchtspucker auf. Ah, der kloppt sich mit einem Banditen, der da auch gespawnt ist. Ja. Da fliegt doch schon wieder ein Geier. Wo liegt der Zombie? Geier gehören, Vorsicht, ne? Weil der kommt runter. Das war knapp. Dann lass uns abhauen, oder? Das war knapp. Lass uns abhauen. Schade. Ja, irgendwo anders hin. Das Haus hier wäre ganz interessant vielleicht. Oh, wir können von der Rückseite mal gucken, ob wir dann reinkommen. Lass mal von der Rückseite gucken. Ja. Ja, Geier. Damit übertreibt Azrak aber auch den Geier. Wo soll die Geier kommen? Der fliegt auf. Ja, er tritt wieder weg. Ach, hier bin ich drin gewesen. Ach, hier warst du schon. Ja. Alles klar, okay. Er meinte, der Kram ist gelootet. 3 Schüsse, hast du es gehört? Warte, ins Haus, zurück im ins Haus. Im hinteren Bereich bin ich aber nicht gewesen. Da hast, 3 Schüsse waren da draußen. Ding, ding, ding. 3 Schüsse, 3 einzelne Schüsse. Das klang nicht nach, Azrak ist tot. Azrak died. Azrak died. Das war Azrak. Azrak war hier. Der hat die 3 Schüsse abgegeben. Das war Azrak. Der hat hier die 3 Schüsse abgegeben. Warum ist meine Cam nicht an, Mensch? Das war Azrak. Nee, der ist tot. Kannst du ruhig, muss nicht zumachen. Lass uns rausgehen. Das war Azrak. Ich habe 3 Schüsse gehört. Wetten, das war er. Komm, lass mal gucken, ob wir seine Leiche finden. Also haben wir nur noch die Motten in der Backe. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Hey. Oh, Vorsicht, Bandit. Ich weiß nicht, wer geschossen hat, ob das Azrak war, aber es waren 3 einzelne Schüsse und das klang nach... Oh, scheiße, links ist eine Kreischerin. Links ist eine Kreischerin. Was hat der denn hier alles? Okay, Hazmat-Zombie, lecker. Links von hier ist ein Bär, zwar ein bisschen weiter weg, aber... Oh, okay, alles klar. Ich meine, gut, wir brauchen was zu essen, ne? Das ist nicht cool. Ich bin gespannt, ob
Was heißt, jetzt brauche ich meinen Mitspieler nicht mehr? Du, die schreiben hier im Chat, jetzt brauche ich meinen Mitspieler nicht mehr. So sehe ich das aber nicht. So, ehrlich nicht. Könnt ihr nicht machen, Kitulinchen. Aber das war Kitulinchen, die schreibt immer so böse Sachen. Das ist ihre Aufgabe. Oh oh. Als Tentakel des Schreckens. So. Hallo Axis, danke für den Host. Naja, aber auch nicht. Laufen wir einfach aber weg. Aber doch ist ja nicht alle Tage, ne? Nee, laufen wir einfach weg hier? Ja, ne? Wir müssen irgendwo versuchen, ob wir Fleisch finden. Fall. Wir müssen irgendwo gucken, ob wir Fleisch finden. Die machen ein komisches Geräusch, ne? Die Banditen. Zum Glück sind die nicht so schnell. Ich habe links neben Leuchtspucker gesehen. Kann aber auch eine Golden Rot sein. Nächster, bitte! Leuchtspucker oder Golden Rot, alles klar. Skatzezort? Da hinten ist ein Reh. Nee, da willst du nicht hin. Pass auf, da ist ein Bandit, der schießt. Und hier schießt was. Ja, da ist ein Bandit, der schießt. Oh, bei dir, oh, rechts. Oh. Lauf da weg. Komm zurück. Kommst du weg, ne? Jojo, schon gesehen, aber es kam von allen Seiten was. Okay, dann war das nicht Astrak, dann waren das waren die Schüsse, die ich gehört hatte. Federn wären auch nochmal nett hier. Hier muss doch mal irgendein Tier sein. Ja, ist weiter. Wir können auch versuchen, in die nächste große Stadt zu kommen. Ich weiß es nicht. Wir brauchen irgendwoher Lebensmittel. Entweder finden wir Tiere. Nächster, bitte! Momentan findet uns alles andere, aber wir keine Tiere halt, ne? Ralf, danke für den Follow. Guten Abend. Nächster, bitte! Ja, und wir rennen gleich weg. Oh, Bandit. Und Gaia ist wieder hinter uns her. Gaia. Ich hab gar keine Zeit, nach irgendwas zu gucken. Nach einem Schwein oder sowas. Das ist die jetzt kommt ja auch alles zu uns, ne? Ey. Eklig. Shotgun, ich höre Shotgun. Da darfst du nicht nach rechts laufen. Nicht nach Osten. Nicht nach Osten. Ich laufe nach Westen jetzt. Ich laufe nach Süden, Richtung Will. Oh shit, er ist hinter mir her, der Typ mit der Shotgun. Ich bin jetzt einfach mal ganz weg. Ich lauf mal eben. Ich weiß gerade nicht, wo du genau bist. Ich bin. Achso, du bist hinter mir, ja. Ja, der Typ mit der Shotgun kommt hinter uns her. Das war unangenehm eben. Was macht er denn da? Oh, da darfst du auch nicht mehr lang. Da wird auch geschossen. Der Schuss ist direkt an mir vorbeigegangen. Ich habe ihn gesehen, den Schuss. Noch eine Shotgun rechts. Oh, was ist denn das denn? Spießruten laufen hier. Ja, da knallt's auch. Astrak Spießruten laufen. Astrak ist wiedergeboren und hat eine Shotgun in der Hand. Ich glaube nicht, dass ich dir mal sage, hör nicht auf deinen Chat. Setz ein Zeichen, überlebt gemeinsam. Achso, ja, genau. Würde ich auch sagen. Der Typ mit der Shotgun hat meine Wrench. Hund auf der Straße. Aufpassen, ne? Auf der Straße läuft ein Hund. So ein Arsch. Aber doof ist er trotzdem, ne? Ach, da bist du ja. Wird bei dir auch gerade das Wetter so modrig? Ja. Geil. Ich frag mich nur, ob die NPCs noch hinter uns her sind. Lass mal versuchen, wieder in Richtung Stadt zu gehen, du. Ich weiß zwar gerade nicht, wo sie ist. Also irgendwelche Zombies sind noch hinter uns her. Ja, eben, lass mal in die Stadt gehen. Also ich sehe hier draußen auf die Schnelle keine Tiere und. Wir laufen noch zu. Ja. Da
Ja, wir müssen hier weg, hab gerade keine Ausdauer mehr. Oh, Mann, die machen aber auch kaputt. Oh, Valimente. Ja. Well, jetzt sei brav und bedank dich auch. Es schneit. Okay, Ehrlich jetzt, das fängt doch noch an zu schneien? Ja, bring trotzdem nur Erde mit der Schaufel, habe ich ausprobiert. Das böse Du. Unglaublich. Das kann doch nicht angehen. Ich kann ja, das bringt nichts, das bringt nichts. Nee, habe ich auch gemerkt. Das ist nur oberflächlich. Ich versuche nochmal eben Holz für Spikes zu besorgen, wenigstens. Wie, jetzt dürfen weitere 28 Spieler ins Spiel, die Jagd ist eröffnet. Wird das sogar gemacht heutzutage? Ist das so? Regeländerung. Der Spider ist ja nervig, der ist immer noch irgendwo hier, ne? Ja. Draco ist zumindest, ja. Öfter hier und auch auf YouTube. Ich muss mich verstoppeln. Du musst was? Ich erfriere hier gleich, ich muss hier weg. Ja, für mich ist auch kalt, aber das wird schon gehen. Nee, Hypothermie 1, ich muss auch weg. Ja, wieso ist überhaupt Schnee? Ach, das sind die Admins, die können Schnee spawnen, denke ich mir. Das könnten die Admins sein. Ich habe Hypothermia 2, ich muss nach Hause. Ich bin sonst tot gleich. Ich verliere jetzt Leben, glaube ich. Ich muss... Oh. Rette dich, geh nach Haus. Mach ein Feuer an. Okay, ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ich sterbe an Kälte. Ich habe noch 12 Leben. Das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein, ey. Das ist so dämlich, da kann man ja schon mal lachen. War sonst noch jemand drin? Oh, Valimente. Well, jetzt sei brav und bedank dich auch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid.
Es tut mir echt leid. Und es tut mir echt leid. Und Astrak hat es letztens noch gesagt, da gab es im Hardcore-Event, war ich der Letzte? Warum ist er gestorben? Ist Draco noch vor mir gestorben? Der ist noch vor mir gestorben? Dafür belieben wir nicht. Es ist doch... Echt, Draco ist vor mir gestorben? Ich bin nur einen Schritt zu weit reingegangen. Oh Mann, das kann doch nicht angehen. Okay. Ist es so. Und Asrak hat noch gesagt, es gab wohl mal ein Hardcore-Event, da gab es am Ende nur noch einen. Und der ist dann vor oder nach der Horde, hat er einen Baum gefällt und dann ist der Baum auf ihn gefallen und dann ist er daran gestorben. Das kann man nicht angehen. Ich muss mal ins Teamspeak jetzt. Mibi, danke für den Follow. Oh Mann, ey, halb 10. Was machen wir mit dem angefangenen Abend? Können wir nochmal machen, ne? Ich schlag das dann mal vor. Echt, mit der Einstellung nochmal. Könnte man glatt machen. Connected. Die lachen mich doch jetzt alle aus. Ihr lacht doch alle jetzt, oder? Nee, also wir hatten tatsächlich kurz gelacht, weil, ja. Ja, ich muss auch lachen. Aber ist das nicht doof? Aber das, ich dachte noch, wow, er hat es geschafft, überragend. Und der Schnee kam von euch, ne? Oder? Den habt ihr gespawnt. Nein. Echt nicht? Nein. Ja, ihr könnt ich hab mich aber auch gewundert, weil ich im grünen Biom war und Schnee hatte. Warum habe ich denn solche Links jetzt? Okay. Ganz ehrlich, wir haben einfach nur ganz entspannt heute Stream geschaut. Und ich dachte noch, wow, er hat's gepackt. Und dachte mir, oh nee, wie nah steht denn der am Feuer? Und im nächsten Moment ging es schon runter. Ich hatte, als ich es angemacht hatte, hatte ich gleich den Gedanken, am besten reinstellen, habe aber nicht mehr daran gedacht, dass es brennt, dass man brennt. Ne? So, da habe ich mich aber nicht reingestellt. Ich meine, es reicht ja, wenn ich nah dran stehe. Und ich weiß nicht genau, da muss ich irgendwie einen Meter vorgelaufen sein versehentlich. Und ich habe doch links unten auf die HP gucken können, da kannst nichts, da ist vorbei. Ich hätte vielleicht mit Wasser, aber so schnell, das ist, ich hatte 2 Sekunden. Als ich es bemerkt hatte, hatte ich 2 Sekunden und er war weg. Das ist natürlich schon dumm. Ich glaube, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel länger gemacht, weil ich hätte Kartoffeln alleine gegessen, ne? Aber ich wäre mir komisch vorgekommen, wenn ich dann alleine jetzt die nächsten 4 Tage da, also wenn ich es denn soweit geschafft hätte, es ist auch einsam dann, ne? Irgendwie, oder? Das ist, ja. Eigentlich könnte ich ja gleich hoch, aber in der Asrak interviewt ihr alle einzeln. Wir sind ja auch separat gestorben. Anscheinend ist der Draco ein paar Sekunden. Der ist vor dir, du hast es gerade mitbekommen, weil du warst damit beschäftigt, eben wegen deiner Hypothermia. Ja. Und ja. Ja, so wie ich es erzählt habe, ist er auch gerade erfroren. Er hat es vielleicht auch gerade ins Haus geschafft, wollte noch anzünden, dann war es schon vorbei. Genau, ja, danke, Jack. Er sagte noch, ich muss hier weg, ne? Ich friere. Und dann, das habe ich ja noch gesagt, von wegen, ja, komm, dann frieren wir halt ein bisschen. Und dann 3, 2, 1, Hypothermia. Irgendwie so, okay, super. Und das ging dann aber richtig flott, ne? Dass ich dann immer, du hast ja alle paar Sekunden 10 Leben verloren. Das ist richtig krass. Ja, das stimmt schon. Und du hast keine Ausdauer mehr. Nee, ich dachte mir, ihr hättet einfach Schnee gespawnt. Irgendwie hätte er sein können. Hätte ich auch gemacht dann. Also einfach mal das Wetter ändern wäre ja eine lustige Sache. Weil das so plötzlich und so großflächig halt, ne, irgendwie. Gute Idee. Ja. Das ist aber gut, das sollten wir uns mal merken, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn nur noch so wenige da sind. Aber es sind, ich glaube, die erste während der ersten Nacht, da waren nur noch 10 Leute da, ne? Das sind 20 Leute im ersten Tag gestorben. Woran denn? Das muss ich mir unbedingt angucken, mal in den Streams. Das war querbeet von NPCs über Zombies bis hin zu Kakteen. Da war alles dabei. Aber ich habe das Minibike-Buch gefunden. Das habe ich gesehen, ja. Hat's noch 4 Tage Zeit, das Ding zu bauen. Ich habe gleich noch einen Clip für dich von Mac. Die Clips muss ich gleich angucken. Whisper mir den mal eben ganz kurz zu, Grant. Dann klicke ich den direkt an. Und den Film von Lydia klicke ich auch mal an. Ich warte mal eben, bis die beiden gestimmt haben. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, was den Mac angeht. Bei Not. Mucki, oh, oder? Oh, ein Clip. Mucki meinst du? Muckiana, ja, genau. Muckiana. Ja, Es ist halt. Okay, hier sind ein paar coole Clips gerade und Asrak kommentiert mich gerade. Ach, der hat meinen Tod kommentiert, der Asrak. Alles klar. Das gucke ich mal eben an, ne? Ich will mal wissen, was er gesagt hat. Das blende ich mal eben ein. Was hat der denn gesagt? Da bin ich auch gespannt. Das gucke ich mir gerade mal an. Ich mach mal die Cam weg, ja? Well, mach hinter dir zu. Oh nein, tu das nicht. Es ist ein Spider. Das wird dir nichts bringen. Du musst zumachen. Ja, schneller. Mach zu. Sehr geil. Mach dich die Louvre. Sehr gut.
Hm, die haben dasselbe gemacht wie ich, auch Treppe weg. Aha, okay. Ah, das User was moved rein. To your channel. Oh, wer ist denn da? Der Draco. Nee, du bist in der Todeszone. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du gestorben bist. Ihr wart doch eben zu zweit, oder? Wir waren eben noch zu zweit, jawohl. Eben zu zweit und jetzt schon tot. Was ist denn da los? Was ist denn passiert? Erzähl mir alles. Ich hab das live hier gesehen. Jo, ich hab's gemerkt, als auf einmal der Schnee anfing. Ich war nicht passend für den Winter gekleidet. Ich hab noch alles versucht, was ging. Und ich hatte keine Steine mehr dabei, um schnell ein Campfeuer zu bauen. Wenn du brennst, mach doch... Da steht... Jo, immerhin, ich bin warm. Jetzt stellt er sich ins Campfeuer. Gibt's einen größeren Fail? Alter Schwede, er stellt sich in ein brennendes Feuer. Das kann doch alles. Okay, erstmal deine Story. Er kriegt bei Not. Armer Assack, der muss was mitmachen mit mir. Aber nee, okay, ich bin doch nicht vorgelaufen. Ich habe so nah dran gestanden. Ja, ja. Ich habe so nah dran gestanden. Beim Anzünden direkt. Das ist schon. Ich kann mich daran erinnern, beim letzten Hardcore-Event, da hat jemand, dessen Name klingt ähnlich wie deiner, auch so einen Facepalm geklippt. Kann ich mich noch daran erinnern. Ja, ich bin froh, dass ich dich jetzt bei dem Hardcore-Event auch so sehe. So ein Zeitlupen-Facepalm, den meinst du, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Das war aber der langsamste Facepalm, den ich jemals gesehen habe. Ich dachte beim Anklippen erst, wie geil, haben sie das in Zeitlupe gemacht, ne? Aber das war ja so. Das war richtig klasse, war das ja. Aber das ist schon dämlich. Das ist schon echt dämlich irgendwie. Nee, war nicht die cleverste Aktion heute. Ja. Schau dir unbedingt den Clip an, als du Kapolen warst. Ja, welcher ist das? Satan Win den da gepostet? Ich guck gerade mal. Nee, das ist er nicht. Kann dir noch mal jemand verlinken, den Clip, als ich Cappuccino geholt habe? Das war ja auch eine Vertrauensgeschichte. Mit Draco und mir. Ja, das stimmt schon. Also du musst ja irgendwie aufpassen auch, ne? Aber um Mokiana tut es mir echt leid irgendwo so. Ach, der hier ist das von Mac. Ne? Ja, okay, ja, genau. Kann ich auch mal angucken. Ja, so früh kam ich auf jeden Fall nach einem Hardcore-Event noch nie ins Bett. Ich wollte gerade sagen, was machen wir denn jetzt? Wir können doch jetzt nicht schon Feierabend machen. Ja, oder? Was machen wir jetzt noch? Nee, wir können doch dieselbe Runde nochmal starten, oder nicht? Es würde doch gehen. Warte mal, ich will mal gucken, was jetzt da passiert, während ich nicht da war. Warum klippt denn das jemand? Draco, wie geil. Sehr cool, sehr cool. Ja, okay, das ist so. Das war ja ganz gut, dass ich könnte mit Assack war das der Vision Stream. Nee, was machen wir denn? Wir können es nochmal starten mit den Einstellungen. Einfach nur just for fun. So bis Mitternacht oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Also ist noch nicht vorgekommen, ja. Ne? Sudden Death aus Sicht von Mukiana. Oh, das muss ich mal zeigen eben. Oh, da bin ich mal gespannt. Was da, weil. Ja, du hast die Waffe in der Hand. Ja. Okay. Ja, ich war das. Ich habe eben eine gefunden. Sich gewaschen hat. Well, ich habe gerade mit deinem Suizid referiert. Ich habe eben eine gefunden. Respekt, sich ins eigene Campfire zu stellen und anzuzünden. Mit 14 HP, irgend sowas war es? Ja, 12. Oder 9? 12. Ja. 12. Ich habe es gesehen, es wurde schon geklippt. Habt ja schon angeguckt, deine Reaktion. Also, sie sind schneller. Alter Schwede, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist schon, ich sagte auch, der muss da aber einiges... Und dann verbrennt er sich. Als ich gecraftet habe... Hättest du 100 Leute gefragt, keiner hätte darauf getippt, dass der sich jetzt, nachdem er dem Frosttod entkommen ist, dass er sich danach anzündet. Er hätte alle Antworten gekriegt, nur nicht das. Ich hätte auch nicht. Was hast du dir dabei gedacht? Hast du dir dabei gedacht? Ich stand einfach nur zu nah dran. Ich wollte schon nah ran wegen der Wärme, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so nah dran war, dass ich, das war, keine Ahnung.
nicht drüber, echt doof, aber und dass Draco noch vor mir gestorben ist, das habe ich auch nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Das habe ich nicht mitbekommen. Das auch nicht. Er hatte gesagt, es fing ja dann an zu schneien und ich habe ja eben auch schon Schnitzel gefragt, den Schnee habt ihr doch gespawnt. Nö, wir haben Fernsehen geguckt, weil, also wir haben ein bisschen geguckt, ne? Aber weil das so plötzlich, und weil, also wir hatten ja noch keinen Schnee an dem Tag, ne? Ja, oder ja. In den Tagen und hätte sein können, dass das gespawnt ist. Das wäre immer eine schöne Sache, Wetterwechsel, nein, weißt nein, du? Nein. Nee, das wäre auch eine schöne Sache gewesen, Wetterwechsel. Ja, aber das ist... aber das, nachdem so viel, du kannst ja über jeden froh sein, der noch lebt. Alles bei dem, sozusagen da bei dem, bei dem Event, man kann ja froh sein, über jeden, der noch lebt, sag ich mal. Ne? Ja. So, und dann sagt er, nee, ich muss hier weg, irgendwie, warum? Ja, ich fange an zu frieren. Ich, ja, komm, dann frieren wir halt ein bisschen, ne? So, und dann konntest du von 3 runterzählen und dann Hypothermie 1 bei mir. Und dann, genau, da geht's nämlich los. Es ist so, ich so, ja, okay, gut, ich muss auch langsam mal weg irgendwo, Hypothermie 2. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt auch weg. Und da, ich weiß nicht, ob er da schon tot ich war. Ich hab noch gesagt, well, mach den Campfire, rock dich hin, werf Frames rein, bring dich in sich ein. Ich hab nicht gedacht, dass ich es überhaupt nach Hause schaffe, weil du verlierst ja auch nicht alle paar Sekunden 10 Leben und du kannst nicht mehr laufen, du hast keine Ausdauer. Ich hab dann du erfrierst. Trinken in den Gürtel genommen, den Hut noch abgesetzt. Ich glaube, das hat mir den Arsch gerettet und es kann sein, dass so ein Biomwechsel war. Das Trinken auch und dass du schnell in einem Haus warst. Und ich habe noch gesagt, mach hinter dir Frames rein, da kommt ein Spider. Das hab ich habe ja. Hab so mitgefiebert. Ich wollte erst nur rein und dann dachte ich mir, hab ich den einen Frame gesetzt, als ich zur Treppe hoch wollte. Und dann dachte ich mir, mir war klar, dass ich hinter mir nicht zugemacht habe. Ne? Und dann dachte ich mir, na dann soll er reinkommen. Und dann habe ich den Woodframe auf der Treppe gesetzt und dann dachte ich mir, aber es ist ein Spider. So, das ist so genau das, was du eben kommentiert hast. Das ist schon sehr geil. Ich denke, es ist ein Spider, du gehst jetzt wieder zurück. Ich meine, jetzt kann ich dir sagen, es ist einer von 2 Spider. Es gibt mehr als nur einen. Aber ich weiß gar nicht, ob da überhaupt einer das gemerkt hat oder einen gesehen hat. Du meinst, es könnte auch ein anderer Zombie die Wand hochlaufen? Okay. Richtig, genau. Es war nicht der einzige. Ich nicht bemerkt, okay. Ja gut, es gab so viele Sachen, die ich verändert habe. Das haben nur, also es gab ein paar Sachen. Wir hatten Kaktustod, wir hatten Tod durch Infektion, durch alles Mögliche. Ja, war schon spannend gewesen, aber ein paar Sachen blieben noch offen. Ich bin gleich mal gespannt in der Loser's Lounge, was da alles berichtet wird. Ja, da komme ich auch mit rein. Also Forti schreibt gerade, einfach Lagerfeuer im Schnee machen war euch wohl zu stressig. So, ja, aber hätte man auch. Wobei, ja, das hätte... Hätte ich als erstes gemacht. Sobald die Thermie hochgeht, dass man guckt, dass man erstmal Lagerfeuer macht und am Lagerfeuer stehend gleich ins Inventory gucken, Kleidung, kann ich irgendwas austauschen, kann ich irgendwas besser machen, kann ich Bandana machen, alles mögliche. Ja. Ich bin gerade dabei, eigentlich den Clip von Mokiana noch zu gucken. Okay. Also, mein Lieber, fang aber mal vorne an. Ja, genau, wir fangen von vorne an. Wo bist du gestartet? Gar nicht weit weg von dem Haus, also in so einem grünen Biom, direkt neben Stein, direkt am Wasser. Ja. Okay. Und also ich bin maximal, ich sag mal, 300 Blocks gelaufen. Mehr habe ich nicht aufgedeckt von der Map. Ich hab auch nur ganz wenig von der Map aufgedeckt. Ich bin in die Stadt gelaufen und da spielte sich alles ab. Unglaublich. Ja. Wie bist du zurechtgekommen mit den NPCs? Nicht gut. Also am Start habe ich einen Leuchtspucker gesehen, also sofern Nacht eingeschaltet worden ist, dann haben wir jetzt noch einen Leuchtspucker gespawnt, der war auch okay. Ich konnte in der Zeit irgendwie schon 4 Nester looten, das war ganz gut, dass ich überhaupt welche gefunden habe, das ist nicht meine Stärke unbedingt. Mhm. Und Ja, was hatte ich dann? NPCs. Ja, Spikes hatte ich zuerst hergestellt und dann habe ich sehr schnell, ich habe dann plötzlich Stimmen gehört. Ja. Und das war der Mokiana. Ah, okay. Erst auf den Spieler getroffen. Eigentlich wolltest du doch Lone Wolf machen, ne? Ja, wir waren direkt neben mir. So, das war Mokiana. Okay. Und bei Mokiana, das erwähne ich jetzt, der hat sich mit seinem Stream unterhalten oder mit sich selber. Also ich habe dann gesagt, hallo, wer bist du denn? So, ja, Mokiana. Ich sagte, ach, Mensch, hi und so, ne? Ja, und so viel zu traue niemand. Ich habe dann irgendwann im Stream, ich habe ja jeden eingeladen, ne? Ja, komm rauf, den ich gehört habe. Im viele eingeladen. Im Städt stand dann schon von wegen, so viel zu traue niemand, weil er hat das Motto voll verstanden. Und und der hatte sich aber mit seinem Stream unterhalten oder mit einem Mitspieler. Habe ich gesagt, hast du einen Mitspieler? Du bist ja zu zweit anscheinend. Nö, ich bin alleine. Ich sagte, dein Mikro ist aber die ganze Zeit immer offen gewesen. Ja. Dann sagte er, ja, ich habe das irgendwie Klebeband drauf gemacht. Ne? So, da habe ich mir nichts bei gedacht, ne? Dass er dann nicht drücken muss halt. Ne? Da hat er Klebeband drauf gemacht. Ja, schlau.
Ja, fand ich auch. Bis zu einem gewissen Augenblick irgendwo. Naja, dann sind wir halt zu zweit dann irgendwie in Richtung Stadt. Mussten erstmal warten, bis die Map geladen hat, weil wir dann eben auch zweimal durch den Boden gefallen sind. Oh, okay. Und also die war schon eine ganze Weile im Spiel, aber so nach 15 Minuten oder so hat die da noch nicht geladen. Also das ging. Mhm. Haben wir noch Fehler mitgenommen und dann haben wir den ersten Banditen gesehen. Ah, mit Schusswaffe oder Schlagwaffe? Der war nur Schlagwaffe. Okay. Und aber wir haben Banditen gesehen. Habt ihr für den Spieler gehalten oder habt ihr für den NPC gehalten? Ich habe gesagt, pass auf, das sind Banditen. Und dann habe ich das nächste, was ich gesagt haben muss, war, muss gleich irgendwo... Da hat der das hinbekommen, die Sau. Wieso? Ich weiß, dass du lange daran arbeitest, dass die Banditen, und ich habe auch nachher im Stream erzählt, das hat nie funktioniert. Die sind ja seit der Alpha 14 oder sowas, sind die im Spiel enthalten. Ja. Aber die funktionieren nicht. Die funktionieren und du nicht, hast auch schon mal versucht, die anzuschalten. Das hattest du mir erzählt, probiert, irgendwie so, für eine Spielerei halt. Und die waren irgendwie verbuggt oder dann gab es Konsolenfehler. Mhm. Und offensichtlich habe ich gesagt, der muss da irre viel Arbeit reingesteckt haben, um die. Und dann passt das Motto, traue niemanden. Also auch, ich habe es letztens noch spekuliert. Das war das Motto, traue niemanden. Wenn der die Händler nicht gegen Banditen ausgetauscht hat, ne, so, weißt du, wie in Starvation, weißt du, wo du denkst, das ist ein Händler und dann knallen sie dich mit einer Sniper weg. Und da habe ich drüber spekuliert, dann würde das Motto sehr gut passen, ne, also nicht mehr den Händlern trauen darfst, aber da habe ich noch gesagt, aber das geht nicht, das funktioniert im Spiel nicht, das hat er schon probiert, es geht einfach nicht. Ja. Dafür muss ich sagen, Hut ab, kannst du dir richtig auf die Schulter klopfen, dass du das hinbekommen hast. Das Lob gebe ich gerne weiter. Massive Unterstützung hatte ich da. Das ist nicht mein eigener Verdienst. Das ist gut. Ja, das muss man sagen. Ich nenne hier auch gern den Muckianer, der mich da tatkräftig und massiv unterstützt hat. Oh nein, der ausgerechnet. Oh Mann. Ja. Der ist jetzt genau deshalb gestorben, mehr oder weniger. Ich habe auch dieselben Gegner gehabt wie alle. Ja, auch Mucki. Ja. Aber die Banditen waren eins der großen Ziele. Ja, und also, wir haben es hingekriegt noch vor den Fun-Pimps. das muss man sagen. Ne? Die sind noch nicht im Spiel, weil die Fun-Pimps das nicht hinbekommen haben. Ja. Sonst wären die drin. Schakano, Lockhound, danke für den Follow. Guten Abend. Ich wollte auch die Mitspieler überraschen. Ich wollte was Neues bieten. Ne? Und sagen, damit rechnet keine Sau. Das glauben die nicht, wenn die das sehen. Und da werden viele hingehen und sagen, hey, ich bin der so und so. Guten Tag, wie geht's dir? Bäm! Und es war so. Es sind fast, also ein Großteil ist an den Banditen gestorben. Ein Großteil. Ja. Viele sind erschossen worden, ein paar sind auch so per Hand niedergemetzelt. Also jedenfalls sind wir dann in die Stadt und haben das erste Steinhaus uns geschnappt, was wir da gefunden haben. Und das war auch das, wo ich jetzt eben das Campfire aufgestellt habe. Ja. Also weiter bin ich an den nicht gekommen. So, und dann war erste Nacht. Wir haben dann schon gesehen, 20 Leute gestorben am ersten Tag. Das war ja schon krass, 20 Leute tot. Da habe ich gesagt, das kann ja sein. Also ist ja um 9 vorbei heute. Schon oder so, ne? Naja, und dann hörte ich plötzlich draußen Schüsse oder tagsüber waren draußen schon Schüsse. Wir hatten zwei Banditen oben auf dem Dach, da habe ich dann Spikes aufgestellt halt, weil die hatten ja doch ein bisschen mehr HP, überhaupt hatten alle sehr viel mehr HP, auch diese grauen Typen mit den blauen Hosen, die man häufig als Kriecher findet, die scheinst du auch gepimpt zu haben, die hatten glaube ich auch mehr Leben. Der hat so ein paar, 3-4 Spikes hat er weggerückt, bevor der mal gestorben ist. Ja. Und dann habe ich plötzlich ganz viele Schüsse draußen gehört. Also so richtig so dang, 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 dang. So. Mhm. Und da habe ich gesagt, boah, da draußen muss jemand schießen. Ne? Da muss ein Spieler oder der Astra kommt schon mit der Knarre oder doch Banditen, die schießen können. Weil ich habe vorher noch gesagt, Mensch, gut, dass die keine Knarren haben. Ne? so. Und dann sind da aber anscheinend welche mit Pistolen oder Hunting Rifles. Ich habe eben noch einen mit der Shotgun getroffen und neben an dem Haus war einer, der hat mal mit einem Raketenwerfer auf unseren Haus geschossen. Ja, das war auch cool. War alles dabei. Und und da hat er dann aber nichts zu gesagt, Mucki. Ne? So, habe ihn ein, zwei Mal drauf angesprochen, erst ihn gehört, kam nichts. Aber wir haben festgestellt, wenn du im Inventar bist oder Tab drückst oder sowas, dann kannst du nicht sprechen. Dann funktioniert die Ingame-Voice nicht, wenn du die UI offen hast. Run, okay. Das wusste ich aber nicht zu dem Zeitpunkt. Das wusste wahrscheinlich auch keiner von den anderen. Das hat mir dann irgendwann der Chat geschrieben. Ja. Und dann haben wir Draco noch getroffen. Dann kam Ahn zwischendurch noch angerannt. Mhm.
Ich denke mir, wieso? Ich dachte, der ist tot. Der schreibt doch, er ist ertrunken. Dann stand da auch Arne died. Und dann hat es Arne aber wohl doch nochmal ins Spiel geschafft, weil er ist ja durch einen Bug da anscheinend ertrunken irgendwie. Die Zeit hatte er nicht mehr, das uns zu erklären. Und wurde dann draußen wahrscheinlich auch von so einem Banditen hingerichtet irgendwie und dann ein Zombie hinter ihm. Der war direkt vor unserem Haus. Wir konnten ihm aber gerade echt nicht helfen. Das war schade. Dann kam als nächstes Proxy haben wir draußen noch getroffen erst. Proximus Prime. Den haben wir erst noch draußen getroffen. Ich habe überlegt gerade, hat der Mukiana da noch gelebt? Proxy haben wir getroffen, der ist jedenfalls auch sehr schnell von uns gegangen. Der ist, muss von irgendeinem Zombie errascht worden sein, weil dann kam Kreischer, Leuchtspocker, alles. Ja, und dann war halt Draco da. So. Und dann saßen wir unten im Haus und dann sind wir irgendwie nach oben gegangen in der Nacht. Und dann bin ich gerade hochgekommen und dann habe ich wieder zwei, drei Schüsse gehört. Oder einen Schuss habe ich gehört. Da habe ich gesagt, hier wieder jemand, der schießt. Entweder ist das jetzt ein Spieler oder ein NPC. Mucki, hast du das gehört? Von Mucki kam nichts und ich sehe, wie er noch einen Revolver wegsteckt. Ich sagte, ich denke mir, der hat doch eben einen Revolver in der Hand gehabt. Der kann natürlich gerne einen Revolver haben, aber es hat tagsüber ja schon jemand geschossen. Und der hat ja überhaupt nie darauf reagiert, dass es da unten eventuell auch schießende NPCs gibt. So, und dann hörst du nachts nochmal einen Schuss. Und dann steht er da beim Campfire, du siehst, wie er den Revolver wegsteckt. Dann nimmt er eine Fackel in die Hand, dann muddelt er da so ein bisschen rum, packt die Fackel wieder weg. Und ich sag, Mucki, du hast ja eine Knarre, wo hast die denn her? Hast ja noch nicht so gesagt. So, habe ich ein paar Mal drauf angesprochen, er hat nichts gesagt. Also ich habe ihn nicht gehört. Ich habe hier du einen hast Clip, ihm nicht getraut. Der wird geantwortet haben, aber ich konnte ihn nicht hören, weil er im Inventar im Augenblick war. Ich habe hier einen Clip, der wurde mir gerade zugespielt. Ja, den muss ich mir noch angucken. Ne? Ja, ja. Und Mucki war vor Proxy tot. Okay, alles klar. Ja, und dann habe ich schon mal Bogen in die Hand genommen, auf seinen Kopf gezielt. Ich sagte, Mucki, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dass du sprichst, meine ich so zu ihm irgendwie. Ja. Du hast doch einen Revolver. Hast du da eben geschossen? Und dann sehe ich dann, wie er den halt wieder in die Hand nimmt. Und dann, das war ein ganz doofes Bauchgefühl. Ne? Ich denke mir, entweder schießt du den jetzt auf ihn oder du schießt jetzt auf ihn und dann natzt er dich mit dem Revolver um. Und dann habe ich einmal geschossen und dann fiel er direkt immer tot um, ne? Weil direkt Kopfschuss und er hat ja keinen Helm. Bell wartet keine Frage mehr ab. Da wird nicht, die Antwort ist scheißegal, es wird einfach. Es waren schon drei Minuten Bell. Vergangen oder zwei Minuten. Bell, es sind noch Plätze als Predator frei. Du machst dich ganz gut. Und dann Bogen wieder weggenommen. Ich so, hey Draco, beruhig dich, ganz cool, weil ich so zu ihm. Genau. Dich kümmere ich mich nachher. Das ist geil. Also Draco hatte auch den Bogen rausgeholt. Das war ihm auch suspekt irgendwie, ne? Ja, ja, da herrscht auf einmal Misstrauen in der Gruppe. Da siehst du bei fünf Mann die Waffen zücken, ja? Nein, wenn es tagsüber schießt und wenn du dann drüber nachdenkst, ne, so, dass der nie drauf reagiert hat, also sagtest, eventuell gibt es da unten auch NPCs, die schießen, ne? Und dann denkst du noch drüber nach, dass du sagst, sag mal, warum hat der eigentlich sein Klebeband auf die Teamspeak, auf die Lautsprechertaste da gesteckt? Das mache ich doch, weißt du, normalerweise versuche ich doch nicht aufzufallen, wenn ich mich mit meinem Stream unterhalte, dann halte ich noch nicht dauerhaft die Sprechtaste gedrückt, dann hört mich doch jede Sau im Umkreis von 50 Meter. Das mache ich doch nur, wenn ich Leute anlocken möchte irgendwie. Dann können die mich ständig hören, dann wissen sie, ich bin da und dann kommen sie vielleicht vorbei und sagen, hallo, genauso wie ich. Und dann steht der womöglich in der ersten Nacht auf dem Dach mit einem Revolver. Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber nett. Also den Gedanken hatte ich dann und das waren lange 30 Sekunden und dann habe ich geschossen. Ich habe gesehen, dass du einen Kill hattest. Ich muss auch gleich dazu sagen, für alle Zuschauer auch, es ist so eingestellt, dass wenn du einen Banditen tötest, kriegst du ebenfalls einen Spielerkill angerechnet. Das war die zweite Nacht. Da gucke ich so in die Statistik. Ich sage, Draco, wo hast du eigentlich wen hast du eigentlich umgebracht? Ja. Wen hast du eigentlich umgebracht? Und dann war Draco auch gerade im Menü und wollte und ich kannte, hat geantwortet und ich konnte es aber nicht hören. Ja. Das wäre auch fast in die Hose gegangen. Ah, der bringt alle um. Alles ist sie, sie haben ja dann geschrieben, ne? Von wegen, hey, der kann dir nicht antworten, wenn der im Menü ist, dann hörst du ihn nicht. Also, okay, dann warte ich mal eben ab. Ja, und was hat er gesagt? Was? Ich habe doch keinen gekillt. Und dann kann man auch wieder aus dem Chat, das ist NPC-Kill, ne? Ist Player-Kill dann irgendwie. Ja, das soll nochmal zusätzlich die Teilnehmer verunsichern, wenn sie dann sehen, der hat ja einen Spieler getötet. Das ist ein Hunter. Jede Wette, das ist ein Predator. Also guck wenn mal du hier, die, der hat schon einen Toten. Wenn du die Stelle siehst in dem Video nachträglich, wo ich dann so gucke und so, guck dann noch an und das sechs Leute. Bell hat's gereicht. Und dann gehe ich die Spalte da durch, gehe mit der Maus da entlang und sehe so einen Spielerkill. Da kannst du dann so ein richtig so ein, wenn du so ein
Da musst du, da kannst du richtig einen Sound so einspielen in dem Augenblick. Dun, ne? Dun, dun. Genau, genau sowas musst du da einspielen. Das passt da genau zu. Well, wie fandest du es? Fandest du es zu schwer für ein Hardcore-Event oder war es okay von der Schwierigkeit her? Was war dein Eindruck? Ich finde, du hast die Campfire ein bisschen arg gebufft, sag ich mal. Sonst war es okay. Campfire? Die Campfire waren echt hart, aber sonst, nein. Ganz ehrlich, also also nach dem ersten Tag dachte ich mir so, okay, es laufen gar nicht so viele draußen und es sind auch gar nicht so viele Schreier. Das hat sich jetzt letzten Tag erledigt. Wir sind an 3 Schreiern dann vorbeigekommen. Ich glaube, da wären noch genug Schreier gekommen. Nee, also mit den Banditen, also richtig schwierig ist, ich weiß ja nicht, woran die ganzen anderen gestorben sind, ne? Aber hauptsächlich an Banditen. Wenn du so einen Bandit hast mit einer Axt, alles super, kannst du ja vorweglaufen, aber die mit der Knarre oder mit der Shotgun, da kannst du nur noch am Rennen. Also ich habe eben nur noch die Schüsse an mir vorbeifliegen sehen. Mhm. Die Raketen waren auch cool, ja. Ich habe festgestellt, dass die, glaube ich, nicht auf unsere Basis schießen können, weil irgendwann hat das dieses PvP Geräusch gegeben, wenn du so gegen so einen Block schlägst. Und das war nicht Draco. Das war wahrscheinlich der Bandit, der versucht hat, wahrscheinlich gegen unsere Tür zu schlagen. Und dadurch, dass wir diesen PvP-Block gesetzt hatten, den Landclaim-Block, ich glaube, dass die Banditen als NPCs gelten und dass die dann auch nicht deine Base kaputt machen können. Und das wiederum bringt mich dann auf die Idee, hey, lass uns doch Banditen um die Basis versammeln. Das wäre doch cool. Dann helfen die vielleicht gegen die Horde. Vielleicht musst du da mal gucken, ob du da was einstellen kannst. Irgendwie so. Ah ja, falls es so ist. Ist nur eine Theorie. Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Okay, ich schaue mir das an. Ansonsten, ich glaube, wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Also allein der Tatsache, dass wir jetzt 10 Uhr haben und es vorbei. Ich meine, gut, jetzt lag es an mir. Ne? Ich hätte vielleicht noch länger, aber man so blöd ist. Ja, muss ich nicht im Campfire verbrennen, ja. Das ist schon scheiße, ey. Da ärgere ich mich also, jetzt auch ein bisschen drüber. Ich habe das Minibike-Buch gefunden, ne? Ich habe vom Minibike die Federgabel, die komplette, habe ich gehabt. Ich habe das Buch. Durch einen Biker. War einfach drin. Okay. Ja, das Buch heißt nichts. Buch haben schon viele gefunden. Es gibt nur einen, der das jemals geschafft hat, ein Bike zu bauen. Ich will den Namen hier nicht nennen. Das muss ein cooler Typ gewesen sein. Ja, schon eine geile Socke. Mein Lieber, ich brauche dich kaum fragen, ob du beim nächsten Hardcore-Event wieder dabei sein magst. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, meine Frage, was machen wir jetzt? Ist es 10? Man kann jetzt natürlich Schluss machen. Wir werden jetzt gleich mal in die Losers Lounge gehen und dann werden wir mit allen ein bisschen quatschen. Also 7, 8, 9, 10. Es sind jetzt 3 Stunden, ne? Ja. Wenn man das jetzt, wir könnten es theoretisch könnte man es jetzt mit denselben Settings nochmal starten und sagen, wir machen bis 12. Das passt ja ungefähr. Bis dahin sind wir wieder alle tot. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich würde das erstmal die Eindrücke mitnehmen. Und an der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei dir. Also zu schwer war es wahrscheinlich nicht, aber angesichts der Tatsache, und das muss man ja sagen, dass 20 Leute in der ersten Nacht gestorben sind und das jetzt um 10 schon vorbei ist und wir nachher nur noch zu viert waren irgendwie. Gonchi ist an einer Infektion gestorben, habe ich irgendwie gehört. Also ich hatte es im Chat gelesen, dass Gonchi gerade an einer Infektion verstirbt. Das ist zwar Metagaming gewesen und eine Sekunde später stand es im Chat, stand es oben im Ingame-Chat, dass Gonchi gestorben ist. Insofern wurde ich da nicht mehr gespoilert irgendwie. Wahrscheinlich doch ein bisschen zu knackig, ne? Wenn man ein längeres Event plant. Ja gut, was heißt längeres Event? Das dauert so lange, wie es dauert. Ja. Genau, Natürlich war es diesmal relativ schwierig. Das ist aber auch dem geschuldet, dass niemand NPCs, also Erfahrung mit NPCs hat. Und viele haben die mit Spielern verwechselt und sind deswegen tatsächlich gestorben. Die sind dann hingegangen. Also haben die angesprochen, Freundschaftsanfragen geschickt, die sind auf die zugelaufen und sind natürlich umgefallen, wie die fliegen. Ne? Ist klar. Okay, ja, vertraue niemanden, ne? Vertraue niemanden ist das Motto. Man muss sich einfach nur das Motto anschauen, dann weiß man, was im Hardcore-Event gerade läuft. Ja, da hätte man ein bisschen vorsichtiger operieren müssen. Sie schreiben alle, wir sollen eine Runde Reservation spielen. So, wir gehen mal runter, ne? Ja, ich werde jetzt erstmal die YouTube-Aufnahme beenden. Ich sage erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Die Leute, die uns über Steam über Twitch zugucken, die werden noch ein bisschen mehr mitkriegen. Ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle von euch. Danke fürs Zuschauen. Das war das Hardcore-Event Nummer 11. Es gab keinen Überlebenden. Geht das jetzt eigentlich als gewonnen, wenn man zuletzt stirbt? Nee, ne? Nein, es gilt als... Hat keiner überlebt. Okay, ist in Ordnung. Dein Tschüss. Tschüss.